Und damit hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge NHL 22 im Beer Pro Modus. Heute geht es weiter mit den Calgary Flames gegen Minnesota Wild. Hier sehen wir nochmal Markström. Er steht heute wieder bei uns im Tor. Da verspricht mir eine ganze Menge von. Wir haben im Vorfeld zu dieser Partie ein Plakat für einen unserer größten Fans unterschrieben. Da ging es einfach darum, ja, dass wir ein bisschen bestimmen konnten, was der Spruch sein sollte auf dem Plakat. Und wir haben natürlich unterschrieben mit Eddie Erdbeer und die Calgary Flames, dass man immer schön seine Ziele auch setzen soll und die erreichen soll. So in etwa war dann der Inhalt. Jetzt geht es natürlich darum, dass wir heute wieder alles geben, um die Wilds zu besiegen. Die waren ja auch in den letzten Jahren alles andere als schwach. Also die sind schon gut mit dabei gewesen die ganzen Jahre. Und da gehen wir direkt mal mit einem 2-Minuten Powerplay rein, weil der Check echt ein bisschen sehr hart war. Ja, vor allem gegen einen Unbeteiligten und dann noch drüber geschlittert. Ne, das geht so natürlich nicht. Das war in erster Linie erstmal die Behinderung, aber der Check an sich war natürlich auch ziemlich hart. Wir wurden bisher runtergenommen, kommen jetzt also drauf. 38 Sekunden Powerplay gibt es noch. Wenn Bergeron das Bulli jetzt gewinnen könnte, machen wir da doch am besten mal gleich was draus. Doppelpass mit Bergeron, jetzt haben wir den eigenen Schuss da ein bisschen blockiert. Oh, der kam gar nicht so weit, wie ich dachte. Wir bekommen nochmal 2 Minuten Powerplay und zwar wegen dem gleichen Spieler von den Wilds, wegen Greenway. Diesmal kommt er mit einem Stockschlag hinterher. 2 Minuten Powerplay also für uns. Paschuk einmal rüber? Nein, ganz knapp nicht. Er hat geschossen und das war dann nur die Abfälschung. Wir sind jetzt hier hinterm Tor. Schauen mal, was wir so machen können. Gibt es nicht so wirklich Platz, deswegen einmal hinten rum auf Lindholm. Bieten uns nochmal vorne an, ein bisschen mehr Speed jetzt aufnehmen hier. Nochmal durch auf Tatar, der schießt von hinten. Alles noch nicht so erfolgreich, wir bekommen den Puck aber nochmal hier vorne. Und jetzt vielleicht die Chance, ah, der passt genau gegen das Pad vom Goalie. Weiter geht's, wir haben noch 20 Sekunden Powerplay. Müssen jetzt also ein bisschen schnell machen. Klappt nur noch nicht so ganz und dann kommt sogar noch der Fehlpass hier auf Pitlick. Ja, nächstes Powerplay, diesmal aber die Führung durch Lindholm, 6 Minuten vom Ende, Powerplay-Tor für die Calgary Flames, somit also die Führung erst einmal. Ja, wir wollen den Druck weiterhin fortsetzen natürlich und darauf achten, dass wir auch weiterhin das Spiel gewinnen können. Jetzt sind wir gerade sogar in einem 5-Minuten Powerplay drin, also ich weiß nicht, was Minnesota hier macht. Ich finde es aber, ja, recht angenehm. Natürlich, ganz klar, jetzt haben wir einige Chancen dadurch. Tatar hier wieder mit dem frühen Schuss, das muss ja nicht unbedingt sein. Boah, Lindholm aber von hinten. Auf mal haut er den volle Kanne raus da. Ja, läuft. 2:0 Powerplay-Tor. Zweimal Lindholm. Ja, und weil das so eine krasse Strafe ist, geht das Powerplay auch direkt weiter. Also die nächste Chance für uns. Einmal rüber, leider nicht ganz auf Bergeron. Und das 3:0 Bergeron. Perfekt. Ja, die Powerplay-Situation ist hier langsam immer besser für uns und somit das 3:0 heute schon. Ja, die Wilds halten sich einfach nicht an die Regeln und dementsprechend werden sie bestraft. 3 Gegentore, weil die ganze Zeit eigentlich Powerplay-Situation ist. Und das war schon die nächste Chance diesmal von uns. Boah, starker Poke-Check, können wir uns da jetzt ranhängen? Ihn so ein bisschen hier bearbeiten und permanent die Schläger ranhalten. Ja, hat leider nicht ganz so gut geklappt. Aber Minnesota ist hier überhaupt nicht auf der Höhe, ganz klar. Die sind ja auch permanent in Unterzahl hier. Was sollen sie auch machen? So, jetzt 2 gegen 2, mehr oder weniger. Können wir da vorne Bergeron finden? Nee, da war leider ein Schläger dazwischen. Und da war die Ecke genau frei. Erdbeer drauf geachtet und drauf gesniped. Yes, 4:0. Ecke absolut frei. Und dann einfach aus dem Handgelenk drauf gehalten. 4:0. 6. Tor persönlich. Ja, man sieht, wie die Ecke genau frei ist. Der Goalie kann überhaupt nichts sehen. Und da haben wir ihn einfach reingesniped. Perfekt, wie es sein soll. Oha, da gibt es sogar einen Goalie-Change hier mitten im Drittel. Ist das heftig, ey. Weil der 4 Gegentore bekommen hat. Ich wusste gar nicht, dass so eine Sequenz hier irgendwie drin ist.
aber auf Mal haben wir die so heftig zerstört, auch wenn der Goalie letzten Endes der arme Junge da hinten drin ist, weil gefühlt die ganzen 20 Minuten haben wir im Powerplay verbracht. Also das ist schon heftig und das Powerplay geht auch gerade auch gar nicht weg, während wir hier treffen. Dupe 5:0. Ja, sehe ich auch so. Also das ist absolut unfair hier eigentlich schon. Aber klar, wenn du auch so reingehst in die Duelle die ganze Zeit, dann kriegst du einfach die Strafen und das andere Team kann im Powerplay dann agieren und ja, dann steht es mal nach 20 Minuten oder noch nicht mal 20 Minuten eben 5:0. Ja, was für eine Zerstörung hier in den ersten Minuten. Das erste Drittel haben die Wilds jetzt so einigermaßen lebendig überstanden. Das war aber schon sehr knapp. Also mit der Ehre von denen haben wir da schon gespielt durchaus. 5:0, also nach 20 Minuten. Und das ist ja auch noch ein Heimspiel der Wilds, fällt mir gerade nochmal so auf. Also das ist doch richtig unangenehm da, wenn du in den ersten 20 Minuten so komplett die Schnauze voll kriegst. Also, oh Mann, da kannst du echt nicht viel zu sagen. Oh, die Wilds haben mal getroffen. Ja, Wunder. Aber 6:1 die Führung und trotzdem schon wieder 2 Minuten Powerplay. Also dazu gelernt haben die nicht wirklich. Und nicht mal der geht rein. Was war das denn? Oder was ist hier generell gerade los? Jetzt haben wir noch einen Beinstellfoul da irgendwie drin von der KI. Was ist das denn? Der ist doch mehr gestolpert, oder nicht? Lass uns das alles mal gleich einsortieren. Tata hat da erstmal eine Strafe bekommen. Weil er... Okay. Auch wenn er da mehr dem eigenen Mate das Bein gestellt hat. Aber gut, wir schauen nochmal drauf. Die Wilds waren hier also im Angriff, haben sich hier auch gut durchgesetzt an der Seite, an der Bande, den Puck dann schön in die Mitte geforst. Und von da aus kommt dann eben der Spieler hier, wie heißt er nochmal? Pitlick war es tatsächlich. Pitlick kommt hier, also im Besitz der Scheibe, nimmt die auch richtig gut mit, zieht einmal durch und geht jetzt eben zum Schuss über, man kann es hier sehen. Markström nicht sonderlich souverän, kommt dann nur mit dem Arm dagegen, lässt ihn abtropfen. Pitlick kommt dann eigentlich schon wieder völlig frei durch. Markström liegt schon auf dem Eis, ja. Und hier dann eben Pitlick mit dem äußeren Schläger kriegt ihn rum, und zwar zu viel rum, nämlich an den zweiten Pfosten und da wieder raus, währenddessen Markström sich wie ein Riesenrad fühlt und einmal eine Umdrehung macht. Boah, Kaschluk schön den Puck erkämpft und jetzt können wir ihn eigentlich einmal rüberlegen in die Mitte und der Goalie ist heute aber auch gut, ne? Der ist ja richtig Meter heute. Aber auf jeden Fall, das hat er gut gemacht. In dem Fall und hat das antizipiert. Ganz klar, war ja auch offensichtlich eigentlich. Aber ja, somit kamen wir nicht zum Torerfolg, wie ich es eigentlich gedacht und auch erhofft hatte. Die letzten 20 Minuten beginnen, also es steht weiterhin 6:1 hier. Und da kommen wir schon mal in eine richtig gute Situation. Oh, ganz knapp leider nicht. Da haben wir fast hier einen Breakaway erzeugt. Also man sieht schon, wie Minnesota heute überhaupt nicht auf der Höhe ist. Und hier einer, der sie direkt rausgebracht hat, nämlich Greenway. Da war die Hand auch ein bisschen weit oben. Wir checken einfach einmal zurück, warum auch nicht. Kann ja auch passieren, wenn er schon so austeilt. Ja, noch ein Treffer von den Wilds. Es steht 6:2 bei 12 Minuten 20, wo wir hier das Eis betreten. Naja, aber so wirklich rankommen tun die nicht mehr. Ja, wundert es noch wen, dass wir nochmal Powerplay haben. 37 Sekunden stehen noch auf der Uhr. Ja, weiteres Powerplay. Minnesota hat sich heute nicht wirklich zusammenreißen können. Oh, gute Chance eigentlich. Konnten wir nur gerade nicht besonders viel draus machen. Wir fahren einmal hier den ganz weiten Kreis rum, um Minnesota ein bisschen zu trollen. Ja, so ganz trollen lassen die sich heute nicht. Ah, doch, eigentlich schon, aber in dem Fall leider nicht. Ja, nochmal richtig gute Situation. Wir ziehen hier gut durch und da liegt ein Schläger am Tor. What the fuck? Ah, Mann, ey, da muss man halt in diesen Situationen wirklich die L1-Taste drücken, dass man diesen richtig guten, coolen Move macht, dass man so reingleitet, sage ich mal, und gleichzeitig den Körper dazwischen schiebt. Das kann ich aber noch nicht so wirklich gut. Deswegen klappt auch noch kein Breakaway so richtig, weil die Dribbler und die Deeks klappen bei mir noch nicht so gut. Am Ende gewinnen wir also mit 6:2 die Partie heute gegen Minnesota. Und dann schauen wir uns mal an, was es noch zu tun gibt heute in der Folge. 6:2 war auf jeden Fall schon mal ganz gut. Für unser Reihenscore war das natürlich heute auch alles ganz super. Wir haben super abgeschnitten bei den 30 Minuten Eiszeit, die wir hatten. A-Note, B-Note, also B+, letzten Endes insgesamt Notierung. Und ja, alles recht positiv heute für unsere XP.
Na, Bergeron kommt hier um die Ecke und sagt, wir dürfen uns nicht nur auf unsere eigenen Tore konzentrieren, sondern müssen auch unseren eigenen Kasten sauber halten. Was schlägst du also vor, Patrice? Wie wär's mit 0 Punktverlusten beim nächsten Mal? Das ist ein wichtiges Spiel für uns. Ja, versprochen. Wir werden es nicht selber spielen. Aber gegen die St. Joe Sharks wird das auf jeden Fall dann die Möglichkeit sein, dass man keinen Puckverlust holt. Das schafft die KI aber höchstwahrscheinlich wahrscheinlicher als ich. Somit sind wir also am Ende der Folge angelangt. Ihr seht hier nochmal die Ergebnisse. Wir haben gespielt gegen St. Joe's mit einem 3:2 Sieg, letzten Endes im Shootout durch Erdbeer. Dann gab es natürlich die 2:1 Niederlage bei den Oilers eben im Shootout. Das Ganze dann andersrum gedreht. Und dann nochmal ganz kurios, die Minnesota Wilds. Die haben uns dann abgefrühstückt mit 7:4. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ja, das war's dann aber von der heutigen Folge. Wie ihr dem Kalender entnehmen könnt, geht es nächstes Mal gegen die Chicago Blackhawks als Heimspiel. Dann haben wir noch das Spiel gegen die Dallas Stars. Carolina Hurricanes auswärts und die New York Islanders werden dann wie gewohnt simuliert. Weiter gibt's heute nichts zu tun. Das war's also von der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.